Nur Marketing, was du als Immobilienmakler selbst vollständig unter Kontrolle hast, wird dich wirklich weiterbringen. Nehmen wir mal das Thema Leadkauf als Beispiel. Ja, also du kaufst Leads oder hast Leads gekauft in der Vergangenheit, hast auch das ein oder andere Geschäft damit gemacht oder beispielsweise auch Empfehlungen, hast viel Empfehlungen bekommen, hast von Empfehlungen gelebt und auf einmal bricht es ein oder es wird weniger. Also zuallererst natürlich, es ist nicht planbar. Und bei Leads zu kaufen, gehst du hin und delegierst deine Verantwortung an jemand anderen. Also jemand anderes macht die Arbeit für dich. Ja, und du übernimmst nur etwas. Damit hast du es aber selber nicht unter Kontrolle. Also meint nichts anderes als, du hast es nicht selber im Griff. Du kannst es nicht selber beeinflussen, sondern du hast eine Dienstleistung, die du bekommst, nämlich ein Lead, und dafür bezahlst du. Sich darauf zu verlassen, ist unternehmerischer Selbstmord. Das ist einfach nicht schlau. Ja, mal abgesehen davon, dass es schon fast dumm ist, wenn du das machst. Ja? Also unternehmerisch betrachtet. Also, was musst du tun? Du musst halt sehen, dass die Marketingmaßnahmen, die du machst, also dein Basic-Marketing, also deine Basis, die du dir schaffst, deine Grundlage, dein Fundament, dass das absolut stabil ist. Weil dadurch, dass du diese Stabilität aufbaust in deinem Unternehmen, hast du regelmäßige Umsätze und kannst dann natürlich auch entsprechend investieren. Natürlich kannst du irgendwann mal hingehen und sagen, so, Online-Marketing habe ich nicht so viel Ahnung von, da schalte ich jetzt eine Agentur ein. Nur mit dem Unterschied, du hast einen ganz anderen Background, ja? Du hast ganz andere Möglichkeiten. Also wenn du 30, 40 oder 50.000 Euro stabilen Umsatz jeden Monat machst und dann zum Beispiel 5.000 Euro investierst oder 3.000 oder 4.000 Euro in monatliches Online-Marketing, dann tut dir das überhaupt nicht weh. Ja, weil eine Sache ist vollkommen klar, jede Marketingmaßnahme braucht seine Zeit, um sich zu entwickeln, um auch zu greifen. Ja, du wirst keine Marketingmaßnahme finden, wo du eine Aktion machst und bumm, auf einmal sprudelt der Wasserhahn von Leads und neuen Aufträgen. Ja, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Also ein Dauerlauf. Ja? Du musst es Schritt für Schritt machen und du musst es vor allen Dingen immer wieder tun. Ja? Also kontinuierlich, nachhaltig, dauerhaft. Sonst kannst du einfach keinen Erfolg haben. Und so einfach das vielleicht auch klingt, so wenig wird es von den meisten angewendet. Und deshalb sage ich dir, fokussiere dich zu Anfang auf Dinge, die du kontrollieren kannst. Ja, wenn du zum Beispiel mit einem Netzwerk arbeitest, ja, dann bringt es dir auch nicht, wenn du ein oder zwei Netzwerkkontakte hast und am Ende vielleicht aus diesen Kontakten zweimal im Jahr eine Empfehlung bekommst. Ja, auch das hast du dann nicht wirklich unter Kontrolle. Aber du musst, oder nicht aber, sondern du musst dafür sorgen, dass du die Aktivität Networking richtig unter Kontrolle bringst. Das ist genau der Punkt. Also deine gesamten Aktivitäten, dein gesamtes Marketing, dein gesamtes strategisches Marketing muss so aufgebaut sein, dass du zu jeder Zeit am Ende im Ergebnis neue Aufträge hast. Deshalb verlass dich niemals auf eine Sache und delegiere auf gar keinen Fall die Verantwortung an jemand anderen, denn du weißt ja, wie das ist. Verlass dich auf jemand anderes und du bist verlassen. Also konzentriere dich auf deine eigenen Fähigkeiten. Wenn du die noch nicht hast, dann musst du sie entsprechend entwickeln, schärfen, damit du fit bist in diesen Themen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Ansatz für dein Weiterkommen als Immobilienmaklerin oder als Immobilienmakler. Viel Erfolg dabei.